Willkommen zu meinem ersten Nagelknipser. Ne, Quatsch! Meinem zweiten Nagelknipser-Video. Diesmal der Victorinox Multinail Clipper 8.2055.CB. Stainless Steel, ja, finde ich immer cool. Was heißt schon Stainless Steel? Nail Clipper, Nail File, Screwdriver. Zeige ich gleich. This fantastic masterpiece is small and light and comfortable to carry in pocket. Ja, so kam das dann auch an. Mit einer Anleitung, wie man es aufmacht und benutzt. Und hier ist er. Kommt übrigens mit so einer kleinen Lederscheide, wie man die von manchen Mikromodellen kennt. Oder vom Solo mit den Nylon-Griffschalen. Ja, nix Tolles, aber wie ich immer sag, alles, was es extra gibt, alles, was umsonst ist, kann nicht gerade beschissen sein. Und ja, schön dünn. Jetzt kriege ich es raus mit meinen Wurstfingern. So, hier habe ich mal diesen ursprünglichen von Wenger. Den halte ich mal daneben. Gut, ist jetzt kein Vergleich. Großartig, weil da ist eine andere Funktion bei, ne? Bei dem von Wenger. Und da ist der Nagelknipser auch ein bisschen anders gebaut. Danke nochmal an den Freeman, der mich mal da drauf gebracht hat. Ich liebe das Ding. Ist auch bei mir im EDC drin. Der hier kommt ja vielleicht an meinen EDC Schlüsselbund. Ich habe ja so einen extra kleinen Schlüsselbund, nur so für solche Tools. Den habe ich auch immer dabei. Mann, was man nicht alles mitschleppt, so wenn man älter wird, oder? Ist das nicht pervers? So, man muss es aufklappen. Dann habt ihr hier den Schraubenzieher, ihr habt eine Feile. Ich habe zuerst gedacht, die ist, da ist so eine Diamantbeschichtung. Ich habe dann hier mein 30-fach, meine 30-fach Vergrößerungslupe. 30-fach Vergrößerungslupe. Naja, gut. Mal gucken, ob man dazu sehen kann. Naja, ist jetzt mit dem Licht ein bisschen schlecht. Aber man sieht in der Vergrößerung, dass es eben eingepresst ist. Das heißt, es ist Metall und kein Diamant. Keine Diamantbeschichtung, sondern Metall. Wie ihr seht, ich habe mir schon die Nägel gemacht, damit geknipst. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Circa 6 bis 8 Euro, je nachdem, wo er kauft. Ich habe es, wo habe ich es gekauft? Bei Amazon oder bei eBay? Ich glaube, bei eBay. Wiegt auch so gut wie nix. ~17 Gramm. Plus Lederscheide. Oder Ledertäschchen, ~20 Gramm. Da wiegt der von Wenger. Doch glatt mit ~38 Gramm. Mehr als das Doppelte als der Nagelknipser selber. Na gut, wie gesagt, den hatte ich auch schon mal vorgestellt. Aber um den soll es ja heute nicht gehen. Weil hier sind ja noch andere Sachen dabei. Hier ist auch noch eine Schere und so weiter. Das ist ja fast schon ein kleines Nagelstudio. Also ganz, ganz einfache Geschichte. Aufmachen. Ne? Ich zeige es nochmal. Hier oben aufmachen. Dann kommt das hier schon raus. Dann haltet ihr das hier fest und dann könnt ihr euch die Nägel mitmachen. Ne? Wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr euch hier mit die Nägel noch ein bisschen beifeilen. Naja, bei meinen Arbeiterpfoten ist halt immer so eine mühselige Sache. Ja, und das war's schon. Schickes kleines Ding. Toll. Also finde ich. Gefällt mir sehr gut. Kostet nicht gerade die Welt. Ich meine, normaler Nagelknipser kostet fast genauso viel. Und das ist mein, oder wäre ein EDC Nagelknipser. So, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss,
madet gut und schwenkt de Hut. Tschüss, hau ab und schwenkt die Kappe.